So, meine Dann sehen wir mal, Damen und Herren, ja, antritt. Ich spiele heute mal Vielleicht wieder. Kannst du uns noch deinen nicht, Namen sagen? Sondern wer anders? Willst du mal kurz? Darf mal kurz? Ja, Freunde der Hausfrauen und des gepflegten Rasensports. Der Hausfrauen? Was ist das denn? Was ist das für eine Begrüßung, bitte? Ja. Also was das für eine Begrüßung ist, kann ich auch nicht sagen, aber ich dachte immer, auch Freunde der Hausfrauen mögen das hier jetzt nicht anschauen. Ja, genau. Also deswegen kommentiere auch ich heute und der Happy Coder darf spielen. Ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt und er sucht sich noch einen Namen aus. Währenddessen reden wir übers Wetter. Ist schön oder ist dunkel, weiß ich nicht. Ja. Wunderbar. Nach was sucht er denn? Picoda ist nicht unter K zu finden. Hast du verstanden? Hammer. So. Oh, wir haben einen Kevin zu Gast. Das ist traurig. Muss es auch geben. Jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. Nehmen wir mal den, ja. Outfit. Das Holzfällerhemd, jawohl. Dynamisch. Was kann da noch schief gehen? Ja, was kann da Herzlich noch schief gehen? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Schlag den Raab. Willkommen zu Schlag den Raab. Die 10. und damit wahrscheinlich auch letzte Folge, weil ich, ganz ehrlich, muss ich nicht haben. Spiel 1. Wir legen direkt zack los hier. Wo liegt was? Wo liegt was? Kennt sich aus? Ja. Ja. Mach los geht's. Steven erklärt Garten jetzt auch nochmal. Uns mit Nadeln pieksen. Wenn du keinen Bock hast, einfach Y überspringen. Ihr spielt abwechselnd. Es werden bestimmte Orte gesucht, markiert auf einer Weltkarte mit einer Nadel den gesuchten Ort. Wer am nächsten dran ist, bekommt einen Punkt. Wer zuerst 4 Punkte hat, gewinnt. Ja, das erscheint ganz einfach und unser. Das unser, Spiel beginnt. Ich würde nicht sagen Kandidat, unser Zustand oder Wo steht das unsere auf, Krankheit. Lied Kevin. Hofbräuhaus. Wo steht das aus einem Lied berühmte Hofbräuhaus? Das ist natürlich Wissen mit Geometriekenntnissen zu verbinden und Kevin lockt erstmal ein mitten in Frankreich. Das ist sehr interessant. München, Deutschland. Und was macht Raab denn da? Du bist näher dran als dein Gegenüber. Das ist ja sehr interessant. Ihr werdet ins Schwitzen kommen. Hofbräuhaus in Wo Russland. Wo ist die von einem Plattencover bekannte Abbey Road? Die Abbey Road, ja, da ist natürlich gleich die Tendenz da. Die Frage ist nur, kann Raab punkten? Kann Raab nah genug drankommen? Der Happy Coder macht das schön, setzt es da an die. London. Großbritannien. Ja, genau, an die großbritannische Ostküste und ist damit viel näher dran. Was dachte Raab da eigentlich? Wo liegen die Niagara-Fälle? Denn Grönlandgesetz oder was? Ich hab mich hingeschaut. Niagara-Fälle. Irgendwo Amerika, Kanada, da die Grenze. Ja, das könnte gut sein. Ich habe leider keine Ahnung, aber. Jetzt kommt die Präzisionsarbeit. Raab sagt es sowieso Spanien. Nein, sagt er. Kevin, du hast besser gesteckt als die andere 41 Seite. Kilometer ist dick, Respekt. Dann machen wir mal voran. Hatte ich nie. Wo wurde Johann Sebastian Bach geboren? Ich hatte mal 4000 Kilometer, glaube ich. Johann Sebastian Bach. Ja, Japan. Japan. Das kann natürlich sein. Bekannter Asiate. Eine gewisse Desorientierungs... Eisenach, Deutschland. Stefan hat sein. Das war kein Wort, aber Raab ist näher dran auf 50 Kilometer. Also der Coder hätte es nie schlagen können, da sind wir ja doch ganz ehrlich. Wo werden einmal im Jahr silberne und goldene Beeren verliehen? Ja, wo werden silberne und goldene Beeren verliehen? Und kann man die essen? Ja, sind die gefärbt? Das sind die Fragen, die es hier zu beantworten gilt. Ja, das sind, auf was er da wohl abzielt? Ja. Was könnte damit gemeint sein? Nein, Kevin, Berlin. Da bist du am nächsten. Kevin. Stefan Raab setzt die Berlinale erstmal nach Skandinavien. Ist auch schön. Ja, das war einfach. Das war Spiel 1, aber es wird natürlich noch viel schwerer. Oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. 1-0. Zwischenresultat. Ein Riesenvorsprung für unseren Zustand. Spiel 2. Dosen werfen. Hatten wir, glaube ich, auch erst einmal. Könnte, das, da bin ich jetzt gespannt. Also, was wird wohl bei Dosenwerfen zu tun sein? Wir werfen mit Dosen, richtig, so und deswegen. Hört sich harmlos an, ist aber ein knallhartes Spiel. Ihr spielt abwechselnd. Ihr müsst jeder eine Dosenpyramide komplett umschießen. Ja,
Also Kevin darf anfangen. Die siebenstöckige Pyramide mit den insgesamt 28 Dosen, da wird geworfen. Du musst die Maus jetzt bewegen und dann siehst du links, baut sich was auf. Also wenn je schneller du bewegst, genau. Du solltest halt zwischen diesen beiden Balken landen. Ah, das war ein bisschen zu wenig! Und da trifft er erstmal das Holz. Aber da muss man immer natürlich reinkommen. Kevin hat hier mit praktisch keiner Show-Erfahrung. Muss ich erstmal reinfinden. Rat natürlich als Routinier räumt erstmal 13 Dosen um. Aber die schweren wären natürlich die, die dann alleine auf dem Holzbrett stehen. Also jetzt dick in die Penunzen werfen, das kann ja jeder. Ja. Bewegen, da muss ein bisschen Tempo. Das war ein bisschen viel. Na, auch nicht. Ein blinder Papagei mit Gleichgewichtsstörungen würde besser treffen als du. Kevin, du liegst hinten, streng dich an. Der Spruch ist auch geil. Ja gut, Stefan kann jetzt natürlich... Oh, was ist das denn? Nichts getroffen. Wo hat denn der hingeworfen? Wurden die Armaturen hier zerstört schon fast? Unglaublich. Kevins nächster Versuch. Man merkt, der konzentriert sich. Ja, der will jetzt... Er will es jetzt wirklich wissen. Der könnte gut sein. Ah, jawohl, der sieht super aus. Der sieht super aus! Noch ein paar, dann ist es... Er ist in Führung, aber wie gesagt, ja, die Schweine werden unten auf dem Holzbrett fett. Die umzuwerfen, das wird schwer. Vier. Vier bleiben bei Raps stehen. Nicht mehr viele. Sehe ich auch. Raps sieht es auch, trotz seiner Sportbrille, die er inzwischen braucht, aber... Das tut dir nichts zur Sache, Kevin. Zielmäßig könnte gut sein. Die Stärke, das ist natürlich jetzt die Schwierigkeit. Ob er da gut punkten kann, etwas zu niedrig schaffen. Nischt. Nein. Nein. Ja, trifft da die Wortwahl. Wunderbar und Raab haut erstmal voll drüber. Uiuiui, das sah traurig. Ich glaube, unser letztes Dosenwerfen war nach drei Runden vorbei, weil der Kandidat einfach drei Runden abgeräumt hat. War schon ein krasser Typ, muss ich ja sagen. Verstehen Sie? Okay, so, da will er direkt die oberste Dose umwerfen, warum auch immer, aber das muss ich, glaube ich, nicht verstehen. Wie gut das gezielt ist, das können wir ja dann später beurteilen. Etwas zu wenig. Wow, 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 super. Kevin, komm schon, ein paar noch. Hat nicht so ausgesehen, aber eine Verkettung unglücklicher Umstände hat gereicht. Ja, Raab, was ist mit ihm denn knapp los? Also vorbei. Absolut desorientiert. Danke, hätte ich nicht gesehen. Hätte er nicht gesehen und deswegen ist Steven Gätjen da, wunderbar. 3-4, es ist spannend. Problem ist, Raab braucht sicher oder relativ sicher zwei Bälle. Ich meine, klar, das ist so ein 7-10er-Split bei ihm. Kann man machen, muss man aber nicht. Und Kevin, den kann er eben mit einem umwerfen. Es war knapp. Vorbei. Ach. Es ist spannend. Kevin, ein Mann der wenigen Worte. Nein, ach und hallo, das kann er inzwischen schon. Na, die paar wirst du auch noch schaffen. Kein dummer Spruch von Rafi für eine Premiere. So, und jetzt muss natürlich... Ja, jetzt muss natürlich langsam mal was jetzt ein Rab wird mit der Zeit umhauen. Und das ist der Sieg! Kevin. Mach weiter so, du gewinnst. Aber Raab müsste den Nachwurf haben, genau. Er wird es nicht schaffen mit einem Ball, das ist ganz klar, genau. Stefan, mit 0-1. Das wird spannend. Noch eine Dose. Gewinnt. Ja, ja, Steven, halt die Fresse. Kevin, super gemacht. Du bist der super spannend, Gewinner vom Dosenwerfen. Kein Problem. Gar kein Problem, natürlich. Sagt er es jetzt verunsichert, Raab damit eventuell. Zeigt uns. Und ist 3-0 vorne. Bei noch... 117 Spiele. Spiel 3. Führerschein. Ja, jetzt muss Kevin natürlich in riesige Fußstapfen treten, denn die letzten beiden Spiele Führerschein gingen an den Kandidaten, der keinen Führerschein hatte, aber diese alle oder halt die Fragen aus dem Führerscheinkatalog beantwortet Zeit, hat. Es ist an der Zeit, eure Führerscheinkenntnisse auf die Probe zu stellen. Ihr spielt gleichzeitig. Eine Frage und drei Antworten werden angezeigt. Jede Antwort muss von jedem von euch mit richtig oder falsch beantwortet werden. Achtung, es können mehrere Antworten richtig sein. Der Spieler, der zuerst vier Antworten falsch... Der zuerst vier Antworten geschieht, falsch hat, wenn Sie mit wesentlich zu niedrigem Reifenluftdruck fahren? So, also nochmal zur Erklärung, weil der letzte Teil geskippt wurde. Nee, du musst... Y? Dann kommt die zweite Antwort und so weiter. Genau, also wer es nicht mitbekommen hat, sobald man nicht alles richtig hat, kriegt man ein Kreuz. Egal, ob man jetzt einen falsch hatte oder alle falsch hatte. Und wir schauen mal, was geschieht, wenn Sie mit wesentlich zu niedrigem Reifenluftdruck fahren. Ja, wir wissen ja gar nicht, hat Kevin
einen Führerschein oder hat er wenigstens Ahnung von Physik ein wenig? Wir wissen es nicht. Ah, da wird natürlich nachgedacht. Raab hat schnell gedrückt, hatte aber auch genug Bedenkzeit. Und wir Tante schauen. Oh! 2 und 3 sind richtig. Beide holen sich das erste Kreuz. Einmal richtig, zweimal falsch. Ja, und Raab ja genauso. Komm, sag das gleich nochmal, Steven. Stefan, eine richtige Antwort. Ah, schade. Ja. Sie fahren schon lange mit höherer Geschwindigkeit. Welche Auswirkungen kann dies haben? Beide jetzt natürlich konzentriert. Jetzt muss mal einer richtig antworten. Wunderbar. Und 3 beide sind richtig. Beide haben es geschafft. 3 richtige Antworten von jedem von euch. Manchmal sagt Steven auch, das ist ja langweilig, finde ich jetzt nicht. Das Fahrzeug nach rechts. Ich finde es sehr interessant. Woran kann das liegen? Das Fahrzeug zieht nach rechts. Woran kann das liegen? Achslenker verbogen, Lenkungsdämpfer lose oder Radeinstellung nicht in Ordnung. Und oder Radeinstellung nicht in Ordnung. Es kann ja mehreres richtig sein, wie wir schon gesehen haben. Ich hatte halt die mega einfachen Fragen und ich hätte so keine Ahnung hiervon. Aber Antwort 1 und 3 sind richtig. 2 Kreuze. Ich glaube, Kevin, wir könnten sehen, was passiert, wenn beide 4 Kreuze hier haben. Und zwar gleichzeitig. Stefan, ich bin gespannt. Im richtigen Straßenverkehr wären jetzt. Ich gehe mal davon aus, der Epico-Datenführerschein. Ja. Welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung der Fahrgäste vorbeifahren? Jetzt natürlich 50-50 Chance. Ja. Wer darf jetzt praktisch überholen, kann man sagen? Oder wer darf hier vorbeifahren? Man selber oder die Gegenspur? Also eins ist richtig, eins ist falsch. Nehme ich jetzt mal an, ich weiß es nicht. Antwort 1 und 2 sind richtig. Überraschend. Kevin, darf jeder vorbeifahren? Du hast eine. Wenn es knallt, dann knallt es eben. Stefan. 2 richtige Antworten, das ist ganz gut. Was? Nein. Wie verhalten Sie sich? Bug. So, wieder ein kleines Bildchen zum Analysieren. Also eventuell hätte ich alles ja gesagt, aber mal schauen, Raab. Antwort 2 und 3 sind richtig. Beide haben jetzt... Kevin, 3-mal falsch. Jetzt leider. Stefan, alles richtig. Gut, hat alles richtig? Echt? Wer hätte gedacht, dass gerade Stefan Raab dieses Spiel... Ja, hätte ich nicht gedacht. Also Fahrer bin ich ja wohl auch nicht. Ja, die Frage ist, wie regelkonform. Aber Raab gewinnt überraschenderweise. Dann wollen du wir Gurke, kurz ne? das Zwischenresultat einblenden. Ich glaub's ja nicht. Ah gut, es war auch knapp, das muss man dazu sagen. Und es gab auch schon einfachere Fragen. 3-3. Es könnte ein spannender Abend werden. Spiel 4. Spiel 4. Bam, bam, bam. Geld zählen. Oh, ein sehr schönes Spiel. Ein Spiel für alle Zählfreunde unter uns. Ein Haufen Münzen soll gezählt werden, hat man ja auch schon 2-mal. Ohne Zeitlimit, wer als erstes drückt und die richtige Summe eingibt, hat gewonnen. Ich sag's gleich, nach dem Spiel kontrolliere ich, ob noch alle Münzen da sind. Ihr spielt gleichzeitig. Halbe Million reicht ja nicht, einen Haufen Steven. Münzen zählen. Wer zuerst die Münzsumme berechnet... So, also das ist das ganze Spiel, ein Level, keine mehreren Durchgänge und jetzt wird zu lange solltet ihr euch nicht Zeit gezählt. Lassen. Ja, Steven, danke schön. Also Stefan bei solchen Spielen erfahrungsgemäß ein bisschen langsamer, trotzdem als alter Fuchs kann er natürlich was reichen. Die Frage ist, welche Taktik wird Kevin nehmen, um besonders hier ranzugehen? Besonders hakelig sind die kleinen Münzen. Steven, du kannst einfach die Fresse halten, oder? Also die Frage ist, mit welcher Taktik er angeht. Einfach von links nach rechts, erst die großen, dann die kleinen Münzen. Da wird wie wild gerechnet. Ich schalte dich gleich aus, weißt du? Ich drohe schon die ganzen Folgen damit und ich mach's bald wirklich. Dauert das noch lange? Wer dich stört, du darfst ihn gerne ausschalten, ja? Escape und dann Optionen raus. Taschenrechner sind nicht erlaubt. Konzentration ist aber hoch. Also wenn die Webcam an wäre, man würde sehen, wer da gebannt auf den Bildschirm starten. Stefan, nehme ich mal an auch. Wie viel Geld liegt da wohl rum? Mehr als du im Monat verdienst, du Affe. Ein Tipp, nicht verrechnen. Selbst wenn Raab schneller ist, ist ja die Chance, dass er... Oh, 21,6 und das ist richtig! Stimmt.
Und Stefan gewinnt. Stefan Raab ist scheinbar ein richtiger Pfennigfuchs. Er hat gewonnen. Ja, er muss auch sagen, also ich rufe den Herrn Dr. Richard Böhr an. Den Notar, ich glaube, das war nicht regelkonform von Steven, da alle 7 Sekunden reinzuquatschen. Daraus lernen, zeigt uns der Zwischenstand. Und wenn Stefan heute gewinnt, dann wird das Folgen haben. Wir schauen aber erstmal Spiel 5. 4 Punkte, es ist ja nicht zu viel. Spiel 5. Abwarten. Schätzen. Schätzen, auch ein nettes Spiel. Und ich glaube, ich darf hier nochmal kurz für dich erklären. Du siehst, also angenommen, Raab fängt an, dann siehst du, was er geschätzt hat. Und ich habe es immer so gemacht, ich habe einfach weggeschaut, währenddessen, weil es ist halt sonst ein bisschen langweilig. Okay. Also die Zuschauer können es sehen, ganz klar, aber so als Spieler eventuell weggucken und ich sag Bescheid. Oder man hört ja, wenn Raab gedrückt hat. So, jetzt und Steven, erklär mal bitte. Sehen, wie gut ihr schätzen könnt. Ihr spielt abwechselnd. Es werden Fragen gestellt, ihr müsst eine Zahl schätzen und hoffen, dass ihr näher an der Wahrheit liegt als euer Gegenspieler. Durchgänge? Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, okay, gewinnt. Alles klar. Wir starten. Jetzt wird es spannend. Wie viele Schulen gibt es laut Statistik im Saarland? Du fängst an. Oder beziehungsweise Kevin fängt an. Das ist natürlich, da ist immer ganz schwer ein Gefühl für zu entwickeln. 38, die Antwort von ihm, was sagt Stefan? Los, zeig's uns. Und hat sich seit 2009 so viel verändert, das ist die andere Frage. 470! Oder ist gut? 40. Diese Runde geht an Stefan. Da hat Kevin das Saarland ein bisschen mickrig eingeschätzt. Aber wer kann sie verübeln? Wie viele Milchzähne hat ein Kind normalerweise? Das ist jetzt keine Schätzung, eigentlich eher eine Wissensfrage, aber du fängst an. Ja, das sollte nämlich richtig sein. Rat sagt sowas wie 21 Ach. Oder so. Oder 80, wäre auch lustig. Nein, 26, natürlich komplett falsch. Kevin, du bist ja ein wahrer Schätzmeister. Sollte das schwer sein? Neue Runde. Arroganz ist bei ihm ein normales Stoffwechselprodukt. Wie hoch ist die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer in Bangladesch? Ja, herzlichen Glückwunsch, würde ich mal sagen. Du fängst an. Und ich glaube, jeder, der jetzt vom Bildschirm sitzt, da, man hat da kein wirkliches Gefühl für. Steff, pro Quadratkilometer, wer soll sich denn sowas vorstellen? Es sei denn, du weißt, wie viele Leute leben, Fläche und... 1002. Es war aber eng. Geschätzt, es war aber eng. Also, danke, Herr Gätchen. Knapp 100 Unterschied. Und munter weiter. Zwischen beiden... In welchem Alter raucht der Durchschnittsdeutsche seine erste Zigarette? Stefan fängt an, weggucken bitte. Kevin, ja, das sind schon. Leg mal was vor. So, das ist natürlich jetzt nicht einfach, das ist der Durchschnittsdeutsche. Wie mittelt man über alle Deutschen? Das ist jetzt so eine Sache. Er geht ins Teenageralter und ich glaube, das kann man erstmal so machen. Und oh, was bitte? Gut geschätzt, ist halb gewonnen. Ja. Ich habe irgendwas falsch gemacht, ganz ehrlich. Wie hoch ist der Eiffelturm in Metern? Du fängst an. So, und scheinbar geht Kevin hier auf was Dreistelliges, ja. 333 kann man erstmal machen, ist der halbe Stefan, Teufel. Zeig, was du kannst. Und Stefan mit 420 Metern ist gut dabei, und aber Kevin, das war eine super Leistung. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wollt ihr weitermachen? Ja. Egal, ihr müsst. Wie viele Millionen Einwohner hat Brasilien? Du fängst an. Und das kann man jetzt wissen, ja? Also ich weiß es nicht, aber man kann ein Gefühl für haben. 161. Es könnte gut sein. Also ich glaube, Dreistelligkeit. Wir warten gespannt. Kann man auf dich probieren. 130 ist auch in Ordnung, aber Kevin 4-2, er hat jetzt 2 Matchbälle. Meine Nerven auch. Dann machen wir mal voran. Wie viele Millionen Menschen leben in Shanghai? Jetzt kommen aber die Fragen. Ich sag nicht Geografie, sondern Landeskunde? Ach, weiß ich nicht. Auf jeden Fall diese Fragen. Shanghai, ja. Schätzt das mal ein. Er will scheinbar zweistellig gehen und dachte, das könnte... Ja, 2009, ne? Darauf ist zu achten. 5 Jahre ist auch schon wieder ein ordentliches Trummzeit. 2009 Stefan, haben auch alle 11-Jährigen geraucht. Zeig mal, was ja du drauf hast. Dann sagt er 15. Und das ist nah. Das ist nah beieinander und Raab. Das war wirklich du knapp. Du hast ein gutes Gespür. Endlich akzeptierst du mal meine Überlegenheit. Und deswegen bist du 3-4 hinten. Okay. Na, ihr werdet ins Schwitzen kommen.
Wie viele Minuten liest eine deutsche Durchschnittsfrau pro Woche in einem Buch? Das ist auch eine interessante Schätzung. Stefan fängt an. Oh, das ist Kevin, eine interessante bereit? Antwort. Durchschnittsfrau pro Woche. Man kann jetzt einfach 11 sagen. War ja schon mal richtig, aber... Ist natürlich, also... Es ist an Schätzen, ja. Wenn du ein Gefühl dafür hast, dann wird das Spiel heißen Wissen, aber... 10 ist... Nee, da war Raab besser dran. Gut, aber genau das Kompliment. Ich schätze es, wenn sie das sagen. Ja, pro Woche eine Stunde lesen, pass ja. Pass gut auf. Ich meine, wir sind ja keine Millionen Menschen sprechen Hochchinesisch. Hochchinesisch, auch schön. Stefan fängt an. Kevin, bitte los. Und das ist der Sieg für Kevin. Deine Schätzung besser. Zum Glück. Kevin, du hast bei Schätzen gesiegt. Das verdient Bewunderung. Ich bin halt der geborene Sieger. Ja, kann man so sagen, ne? Und jetzt muss ich sagen, der Picoda hat beim letzten Mal hat gerade zu spät die Augen zugemacht. Andererseits, beim letzten Spiel, Herr Gätchen, ne? Also ich glaube, das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Und er hat ja auch nicht 551 geantwortet oder so, also eins daneben, das passt. Und Spiel 6 lautet... Spiel 6 lautet... Nagel. Ah, da nickt er erst mit dem Kopf, da kennt er sich aus, ja, da ist er. Der Banger, wunderbar. Und da ist Raab, also Raab war bisher da immer sehr schwer zu schlagen, das könnte sehr interessant werden. Im Rhythmus bleiben die Nägel schnell und kraftvoll ins Holz schlagen. Da muss jetzt man... Jetzt wird genagelt. Ja, da muss Steven erst mal erzählen. Absolut anständig. Ihr spielt abwechselnd. Ihr sollt Nägel bündig in ein Brett schlagen. Dafür habt ihr eine Minute Zeit. Bleibt im Rhythmus, um die Nägel schnell und kraftvoll ins Holz zu schlagen. Ja. Wer die meisten Nägel versenkt hat oder alle in der kürzesten Zeit versenkt hat, hat gewonnen. So Leute, lasset uns beginnen. Beide spielen Kevin, abwechselnd. Du bist dran. Kevin fängt an. Escape. Die Musik, ne? Und genau darauf war ich vorbereitet. Das geht überhaupt nicht. Du darfst ja aber auch eine aussuchen. Du darfst die mit der Weiter-Taste, welche dir gefällt. Nehmen wir die, alles klar, dann. Es geht direkt los, du weißt Bescheid. Nee, nach links und rechts. Ja, das sieht gut aus. Da war ein bisschen schnell, aber das war ein guter Rhythmus. Gut, es geht weiter. Ja, dann einen Rhythmus finden. Also Raab hatte Erfahrung, das ist ganz klar. Und deswegen könnte er da schwerer zu schlagen sein. Kevin hat da ein bisschen Rhythmusprobleme. Wenn er so weitermacht, dann kann das hier nichts werden. Und Spiel 6 geht dann Raab. Aber es ist ja noch Zeit. Die Zuschauer buhen ihn aus. Das ist ja unglaublich. Kevin, ein Arschloch-Publikum, wie man so schön sagen kann. Halbe Minute um. Oder mehr als eine halbe Minute um. Vier Nägel und er kriegt den vierten gerade so rein. Also ich glaube, Raab wird das hier machen. Kevin findet einfach nicht ins Spiel, findet da keinen Bezug zu. Trotz seinem Holzfällerhemd und seiner ihm anzusehenden handwerklichen Geschicklichkeit wird es hier eventuell... Also es könnten 7 Nägel werden, wenn er sich jetzt gut anstellt. Es könnten auch 6 Nägel werden. Ja, schade. 6 Nägel. Und das muss Raab auch erstmal schlagen. Also, ich weiß gar nicht, wie viel er beim letzten Mal hatte. Na dann 7? Mach mal. 8, ich weiß es nicht mehr. Mal gucken. Vielleicht hat er auch 12, aber glaube ich ja weniger. Also Raab macht es etwas langsamer, dafür bleibt er im Rhythmus, haut den gut rein und versenkt nach 7 Sekunden den ersten Nagel. Also wenn man das so rechnet, ja, mit 8 könnte er gut bedient sein, aber da haut er schon wieder daneben. Also Raab, der findet ja auch überhaupt nicht rein. Das ist ja unglaublich. Letztes Mal hat er hier noch richtig gut durchgenagelt, das Brett, und jetzt 2 nach 40 Sekunden. Es könnte wirklich eng werden. Und ich tippe, dass Raab in der letzten Sekunde den 7. Nagel einhaut. Und zwar mit voller Wucht dann. Oder er geht hin, redet dazwischen, wir wissen es nicht. 30 Sekunden, 3 Nägel. Ich glaube, so spannend waren Nageln tatsächlich noch nie. Jetzt hat er aber den Rhythmus, haut nicht mehr daneben. Okay, haut doch daneben. Also wie man so, ganz ehrlich, wie man so einen Nagel so verfehlen kann, ich verstehe, weiß ich nicht. Aber da haut leistet Stefan ganze Arbeit. Nein, das wird er wahrscheinlich machen. Denn er hat den mit dem 6. Nagel oder auch nicht. Was ist denn hier los? Raab versagt ja komplett. Und das Spiel. Es geht an Kevin. Kevin hat schneller eingenagelt, den 6. Das müsste
Ja, so können wir das Spiel nicht enden. Was? Auf ein neues. Achtung, fertig, los. Das ist jetzt überraschend. Du darfst anfangen. Okay, Kevin hat jetzt einen Vorteil. Sein erster Nagel war schon... Halt, Moment. Dein erster Nagel war schon... Achso, nee, das zählt nicht. Das ist einfach ein ganz neues Brett. Also, wie Rat da wirklich in der letzten Sekunde ausgleicht. Das ist ja... Sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist Spannung vom Allerfeinsten. Der Nagel ist da drin. Herr Gätjen, pissen Sie mal nicht ins Hemd. Ja, das können wir ja so nicht machen. Rhythmus finden. Er hat jetzt 60 Sekunden Erfahrung, stellt sich auch nur mittelmäßig an. Andererseits Raab, das war ja auch der komplette Absturz. Also der Raabinator mit Error 404 im Gehirn, ich weiß es nicht. 30 Sekunden hat er noch übrig und er ist ein bisschen schlechter als letztes Mal. Ja, drei Nägel, er muss jetzt den Rhythmus finden. Sechs Nägel sind Pflicht, wenn er Raab geschlagen will, denn Raab ist einfach nicht schlecht. Raab kann das wissen wir. Super, mit vier eingenagelt. Der Sechste, er muss sitzen. Es sind noch 9 Sekunden. Der Sechste ist drin. Es können 7 werden. 7, komm. 5. 4. Nein. Boah. Ich kipp hier vom alten Holzschemel. Achtung, es geht weiter. Normalerweise ist es nämlich bereit? So, dass wer den letzten Nagel schneller eingenagelt hat, gewinnt. Deswegen hätte Raab hier verloren. Diese Regel gilt hier scheinbar nicht. Und Raab, ja, also das Publikum ist enttäuscht, ganz klar. Fordert in Scharen seine Antrittskarten hier zurück. Und Raab, wenn er so weitermacht, dann wird er hier nur noch 5 Nägel einnageln. Also das ist ja... Der ist total aus dem Rhythmus. Der Rottweiler von Köln-Mülheim kommt hier einfach nicht klar. Penetriert jetzt das Holzbrett. Greenpeace ist bald zur Stelle und zieht Raab aus dem Verkehr. Unfassbar. Hat jetzt aber... Ist jetzt ein bisschen besser drin. Es wird spannend. Also Kevin hatte nach 30 Sekunden auch erst 2 Nägel drin. Deswegen, ich bin wirklich sehr gespannt. Vielleicht geht's in die dritte Runde. Es wäre auch Premiere. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Wir hatten noch nie die zweite Runde überhaupt. Aber das sieht schlecht aus. Raab wird keine 6 Nägel machen, wenn er sich jetzt hier nicht besser anstellt. Es könnte ein Herzschlagfinale werden. Nagel 5 ist drin, wenn er braucht 4 Schläge. 2, 3, nein. Nein, Kevin gewinnt. Kevin, uns sind ja beinahe die Nägel ausgegangen. Das ja, beinahe aber. So, gleich mal die Musik an. Doch echt klasse. Das war ja ein Klacks. Ja, genau, das war ein Klacks nach 2 Durchgängen. Wer ist hinten, wer ist vorne? Wie so ein behinderter Esel Nägel einschlagen, ist auch schön. Kevin führt 14-7 und der Abend nimmt langsam Form an. Stimmt, ein Klassiker, muss man ja sagen, bisher, glaube ich, in jeder Schlacht den Raab-Ausgabe dabei. Stimmt es oder stimmt es nicht, wer viermal falsch liegt, hat verloren, also das Führerscheinreglement. So, willkommen bei Stimmt's. Ihr spielt gleichzeitig. Es werden Behauptungen aufgestellt. Ihr müsst entscheiden, ob diese richtig sind oder nicht. Wer viermal falsch liegt, scheidet aus. Der andere gewinnt. So, jetzt kommen das Spiel beginnt. Aussagen. Viel Glück. Wir fangen an mit. Ein Südwester ist die breitkrempige, wasserdichte Kopfbedeckung der Seefahrer. Ja, das kann man jetzt wissen oder nicht. Also Y für es stimmt, X für nein, das ist totaler Schwachsinn. Und Raab, beziehungsweise Kevin holt das erste Kreuz, so muss man es ja sehen. Und munter weiter. Punkte gibt's hier nicht. Der Attersee ist das größte Binnengewässer Österreichs. Jetzt wieder ein bisschen Geografie, Lokalgeografie. Stimmt. Und beide mit dem Kreuz. Damit Raab immer noch in Führung gerechnet. Bei der Oscarverleihung 1990 bekam Robert De Niro einen Oscar als bester Nebendarsteller in dem Film Goodfellas. Das kann man jetzt wissen, aber eigentlich auch nicht. Das und war Raab. Joe Pesci. Kevin, das war. Es war Joe Pesci übrigens. So. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Raab gleicht praktisch unfreiwillig aus. Ihr werdet ins Schwitzen kommen. Wenn man als Mann mit vielen Frauen unterwegs ist, dann ist man der Hahn im Kopf. Was bitte? Stimmt. Ja, beide. Was? Also kennt sich Kevin aus, ganz klar, aber. Egal, ihr müsst. Auch eine interessante Früher Aussage. Früher trank man den Kaffee auch gerne aus der Untertasse. Raab hat sich schnell entschieden, Beine mit dem Kreuz. Falsch. Wer jetzt falsch liegt, hat verloren. So, sudden death. Gut auf. Der Leistungssatz besagt, dass es ein Perpetuum mobile niemals geben kann. Und da sind die Physiker am Start. Diese Tatsache geht vielmehr aus dem Energieerhaltungssatz hervor. Kevin, leider falsch. Alter, Stefan, was? Stimmt's? Stimmt. Ja, das ist jetzt interessant.
Student der mathematischen Physik hat versagt. Nach diesem Spiel sieht es... Ich muss aber zugeben, ich habe das Leistungssatz auch total überlesen. Für mich war die Frage, es gibt ein Perpetuum mobile nicht. Ja. Also, war fies. Und woher wusste Raab das eigentlich? Ja? Was war denn da los? Der alte Fleischer. So, Spiel 8. Viertel der Punkte nicht mal gespielt. Spiel 8. 14-14. Fangen. Das Spiel... Kenne ich das Spiel? Ich weiß es gar nicht, muss ich sagen. Ach so, ja klar, doch, fangen, ja. Also, kannst eigentlich los geht's machen. Steven liest dir ja immer die Beschreibung vor im Prinzip. Wer will fangen spielen? Ich will. Also los geht's. Ihr spielt was gleichzeitig. Ihr sitzt euch gegenüber. Einer hält eine Schnur mit einer Figur, der andere hält einen Würfelbecher. Es wird gewürfelt. Wenn eine 1 oder 6 gewürfelt wird, muss der eine Kandidat die Figur so schnell wie möglich wegziehen. Der andere muss sie mit dem Becher fangen. Wenn der Kandidat mit der Figur entkommt, erhält er einen Punkt. Wenn nicht, erhält der andere einen Punkt. Wenn keine 1 oder 6 gewürfelt wird und ihr die Figur wegzieht, bekommt euer Gegner einen Punkt. Nach 2 Runden wird Becher und Figur getauscht. Derjenige, der zuerst 5 Punkte hat, hat gewonnen. So Leute, lasst uns beginnen. Also in Kurzform, wenn eine 1 oder 6 gewürfelt wird, Y drücken, schnell entweder fangen oder wegziehen. Du fängst jetzt die andere Seite. Ein Reaktionsspiel. Und Kevin fängt an zu fangen. Steven würfelt, die sehen rechts oben, was gewürfelt wird. Und der Würfel kippt auf die 1 und das ist der erste Punkt für Kevin. Das war schnell. Dann beginnen wir eine neue Runde. Als Info. Also du kannst, ne? Fürs Feeling. Und Steven mit dem zweiten. Also Stefan, der Würfel war relativ lange gelegen. Die nächste 1 und Stefan, was ist das denn? Da ist ja überhaupt keine Reaktion bei Raptor. Gut, dann geht es wieder los. So, jetzt tauschen wir mal die Rollen. Und jetzt darf Raab fangen, sein Kontrahent zieht hier die Figur weg. Wir schauen, ob sich jetzt irgendwas ändert. Das ist die 1 und das war wieder blitzschnell. Wie kann jemand so schnell ziehen? Toll. Kevin zieht durch. Seid ihr noch dabei? Ich hoffe schon. Also Stefan, das ist nicht sein Spiel. Das war noch nie sein Spiel. Vielleicht sind seine Kontrahenten auch immer so gut. Ich weiß es wirklich nicht. Aber interessant, dreimal hintereinander die 1, ne? Rechne das mit der dafür mal die Wahrscheinlichkeit aus, Junge. Halbes Prozent oder so. Muss es auch geben. Der Würfel kippt. Dieses Kippen am Ende ist natürlich immer ganz interessant. Da eigentlich der Knackpunkt, ob man richtig oder falsch drückt. Und der ist die 6 und das ist. Das war aber auch knapp. Stefan findet ein bisschen ins Spiel, aber auch nicht wirklich, wenn man ehrlich ist. Neue Runde. Eine Machtdemonstration. Aus dem Fänger wird der Gejagte und umgekehrt. Wie unerwartet. Die 2. Und es ist natürlich interessant, ob Raab oder eben auch Kevin einmal falsch drücken oder falsch reagieren. Das kann natürlich auch passieren. Und das ist die 6. Und das ist der Sieg. Eiskalt erwischt. Gut gemacht. Kevin. Raab wurde hier halb ermordet in dem Spiel. Unfassbar. Das war ja ein Klatsch. Und es steht 22-14 müsste jetzt. Wir sehen es ja sowieso gleich. Na, dann Jawohl. Sehen wir uns mal das Zwischenresultat. Also ich glaube, so eine spannende Ausgabe hatten wir wirklich noch nie. Die Frage ist, ziehen beide konstant weiter so durch? Wir sind gespannt. Spiel 9. Spiel 9. Spiel 9. Kopfrechnen. Das könnte interessant werden. Die vorigen Kandidaten haben ja Kopfrechnen immer eine... Man muss es so sagen, Machtdemonstration hingelegt. Was macht Kevin? Schule müsst ihr jetzt Kopfrechnen. Kevin und ihr rechnen. Spielt gleichzeitig. Löst die Kopfrechnung, dann buzzt, um zu antworten. Wenn die Antwort falsch ist... So, bis 5 hätte Steven noch gesagt. Wir fangen an. Y, um zu buzzen. Und dann, die Frage verschwindet nicht. Also man kann auch innerhalb von 5 Sekunden das ausrechnen. Und Raab drückt. Und Raab macht den ersten Punkt. Was ist da denn los? Das hat man noch nie. Weiter. Ja, vielleicht will er seinen Gegner auch kommen lassen. Also das ist ja... Das kann man wissen, muss man aber auch nicht. Ja, wunderbar. 1-1. Richtige Antwort. Obacht. Hammer, wieder. Wir machen weiter. Subtraktion und Zweistellung, dann kam so ein Hammer als erstes direkt. So. Das auch ist schnell gelöst. 41, wunderbar, 2-1. Stefan, Kopfrechnen, das ist einfach nicht sein Spiel. Da brauchen wir uns nicht in die Tasche pinkeln gegenseitig. Das kann er nicht.
Blitzschnell gedrückt. Blitzschnell reagiert 3-1. Kevin wird hier durchziehen. Das akzeptiere ich als richtig. War beim ersten Mal vielleicht nicht ganz mit dem Spiel vertraut. Das kann immer passieren. Ihr müsst. Hat aber wunderbar reingefunden. Und wenn Raab jetzt nicht sonst was macht, dann ist der Schicht im Schacht. Was ist das denn? Raab innerhalb von 0,3 Sekunden und er sagt was Falsches. Ihr wollt sicher die 9 minus 3 ist 5. Raab, wunderbar. 6. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Gut, dann weiter. Ich hatte noch nie, dass Raab so schnell reagiert. Hammer. Letzter Versuch. Und Raab schon wieder. Nein. Und Raab verliert. Die richtige Antwort lautet... Sollte 91 sein, glaube ich. 91. Ja, genau. Also, was war da denn mit Raab los? Was wollte er denn? Scheint dir Spaß zu machen. Das hat sich gelohnt. Bravo. Ich bin gut. Ja, aber wirklich. Leute, ich glaube, er hat Punkt vor Strich nicht beachtet. So. 7 mal 10 was plus sagt 3. Die Anzeige? Und nicht 7 mal 13. Ja, 31, 14. Geil. Spiel 10. Ich kann in die Hände klatschen, wunderbar. Zeitfahren. Oh, und das wird natürlich jetzt sehr interessant. Dazu können wir Musik anmachen, denn dazu gibt es keine Musik. Darfst du dir eigentlich jetzt schon mal eine aussuchen? Ist halt ein Autofahrspiel, ganz klar. Also. Nimmt er sich? Okay. Steven, erklär mir bitte. Ich gehe mal davon aus, dass ihr beide Auto fahren könnt. Ihr spielt abwechselnd. Ihr müsst eine fixe Route in einer bestimmten Zeit fahren. Es wird keine Zeit Witzigerweise, ich konnte nicht Auto fahren, aber ich habe es trotzdem gespielt. Gangster. So, jetzt. Zeigt, ihr müsst also schätzen. Der Spieler, der am nächsten an der Zielzeit ist, gewinnt die Runde. Nach 3 Runden ist der Kandidat Sieger, der meisten Runden gewonnen hat. Wir starten. Jetzt wird es spannend. Kevin, du darfst anfangen. Kevin, du sollst die Strecke in dieser Zeit fahren. 60 Sekunden. Oh, das ist natürlich schwer. Also, wir haben jetzt eine gewisse vorgegebene Strecke. Muss jetzt in 60 Sekunden da durchkommen. Ja, die Steuerung mit links beschleunigen. Mit rechts bremsen. Er sieht seine Zeit. Ich muss also diese Minute abschätzen. Und eine Minute auf diesem Kurs ist natürlich mega schwer. Also, es ist einfach nicht viel Strecke. Du kannst ja in einer Minute durchgehen. Starte deinen Wagen noch. Nach links und rechts bewegen. Wenn der Motor nochmal abträgt, dann hat Kevin die Runde verloren. Da muss er jetzt aufpassen. Immer ein bisschen beschleunigen, nicht ganz stehen. Das wird natürlich schwer. Ist hier gut in der Zeit. Hat ein Gefühl dafür, dass er das ein bisschen länger warten muss. Na, jetzt sollte... Ja. Die Frage ist ja, was macht Raab? Also das letzte Mal hat er, glaube ich, auch halb versagt, damit 40 Sekunden oder so. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen und das war der zweite Stern. Und wenn Stefan durchfährt durchs Ziel, hat er hier Stefan gewonnen. Los geht's. Also er muss eigentlich nur durchfahren. Er wird es wahrscheinlich trotzdem in der guten Zeit versuchen. Wir können eigentlich nur hoffen, dass Raab hier auch zweimal der Wagen flöten geht. Dass es unentschieden ausgeht. Also Kevin hat sich jetzt mit dem Spiel vertraut gemacht. Raab hat es schon mal gespielt. Ist eigentlich immer so. Also der Kandidat braucht ja eigentlich als eine der großen Fähigkeiten, sich in Spiele gut reinfinden zu können, weil Raab kann es einfach. Förmlich die Konzentration. Ja, weiß ich nicht. Raab könnte auch einfach durchbrettern, aber ist ihm egal. Ja, da ist vielleicht doch der sportliche Ehrgeiz. Das Wasser übrigens solide, sehr interessant. Wir spielen auf Eis. Schätzen ist immer kompliziert. Mitte Mai. So. Weiß ich nicht. Ne, also Raab wird den Wagen nicht zweimal absaufen lassen oder wie man das sagen möchte. Er wird es hier machen. Und die Frage ist ja, wie gut in der Zeit. Da kann man als Gegner natürlich auch sehen, wie gut sich Raab hier in den folgenden Sachen anstellt. Also ich glaube, eine Minute so langsam musste man noch nie fahren. Meistens immer so 15, 20, das 30 sieht Sekunden. Gut aus, glaube ich. Da kann man auch ein bisschen besser abschätzen. Eine Minute ist natürlich ein Pfund. Aber Raab ist gut dabei. Hat eine gute Geschwindigkeit gefunden. Sollte hier, sagen wir, 55 Sekunden einmal zurück. Die Taste links oben. So, dann sehen wir mal, wer das bessere zeigt. Ja, also, Herr Gätchen, das brauchen wir nicht. Und dann gibt's war sogar ein bisschen zu langsam. Ich versuche es zumindest. Und Raab gibt hier sein Bestes, um Moral zu untergraben. Aber ein Punkt, das muss hier überhaupt nicht sein. Na, dann mach mal. Und die Zeit ist 15 Sekunden. 15 Sekunden, und das kann man jetzt gut abschätzen. Oh, da ist vielleicht ein bisschen schnell unterwegs. Er rollt natürlich auch der Wagen. Da ist drauf aufzupassen. Also 15 Sekunden kann man gut abschätzen. Die Frage ist, wie gut kann es Stefan im Vergleich dann? Ja, jetzt könntet ihr den Wagen noch einmal abfrecken lassen. Zieht aber durch. Ich habe nicht mitgezählt. Ich bin gespannt. War vielleicht sogar ein bisschen
schnell rein, Steph, gefühlsmäßig, aber das muss ja gar nichts heißen. Also, Raab ist auch da gerne schon mal 9 Sekunden durchgefahren, so wäre es jetzt nicht. Der hat auch richtig durchgebrettert. Hm, ja, ja, der gibt ordentlich Tempo. Nein, nein, das ist also doch viel zu viel. Sehen, hab ich Spaß. Ich glaube, Raab war viel schneller. Schwer abzuschätzen, aber ich glaube jetzt tatsächlich Raab. Uns mal eure Zeit. Ich bin gespannt. Kevin, und jawohl! Weiter so. Jetzt bloß nicht ablenken lassen. War sogar ein bisschen zu langsam, unglaublich. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Kevin, es kann losgehen. So, fahre die Strecke in 55 Sekunden. 55, so, jetzt wird wieder auf Länge abgeschätzt. Einmal abstrecken ist, wie gesagt, in Ordnung. Zweimal ist verloren. Der hat jetzt das Gefühl. Er hat jetzt das Gefühl für dieses Sportgerät, für diese Maus. Er kann jetzt damit einigermaßen umgehen. Das ist vielleicht so ein bisschen Arsch. Nein, nein. Gut, er hat realisiert, braucht hier ein bisschen Zeit. Und bis ich werde auch jetzt ein bisschen, sieht das gut aus. Bisschen leiser reden, weil Konzentration braucht sie natürlich. Zähl mal 55 Sekunden gedanklich ab. Das ist nicht einfach, da brauchen wir nicht diskutieren. Natürlich auch logisch, dass sie nicht parallel gefahren wird. Ansonsten hört man ja, wo der Gegner ist. Fährt dementsprechend schneller, langsamer. Das ist, um hier nochmal das Reglement zu plausibilisieren oder wie man sagen möchte. Ja, ist gut dabei, hat hier noch eine Chance. Knapp werden. Eine Chance, die man natürlich auch ganz bewusst im Raab-Manier nutzen kann und die nutzt er auch. Aber jetzt muss er durchziehen. Nicht zu sehr, aber. Ah, jo, das ist gut, das ist gut. Und er ist durch. Noch wird die Zeit nicht verraten. Fragen wir kurz interviewmäßig, wie schnell glauben Sie, waren Stefan, bereit? Ja, knapp. Unter 50 würde ich tippen. Knapp unter 50, wir haben es gehört. Oder eben auch nicht gehört, weiß ich nicht. Oh, Raab sieht erstmal richtig an. Ich weiß nicht, das macht er irgendwie immer, weil ich verstehe nicht. Ganz interessant auch, das Auto von der Marke Sproing ist, glaube ich. Ich glaube, die haben das Spiel mitentwickelt. Was ist da rechts heißt, sehe ich gar nicht. Irgendwas 1.4, Turbo 1.4 oder so? Bisschen verpixelt, aber gut. Raab. Ob sich ist doch schön, wie es Wasser auch wirklich spielt, aber es ist einfach nicht flüssig. Das kann ich mich jedes Mal wieder drüber aufregen hier. So, Raab, ja. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Ich habe nur auf das Heck von dem Auto geschaut. Also tendenziell, er fährt sehr langsam. Er könnte sogar ein bisschen zu langsam sein. War ja schon beim ersten Mal, hat ja, ich glaube, um 6 Sekunden diese Minute übertroffen. Und auch hier, es kommt mir fast ein bisschen zu langsam vor. Ich hätte jetzt auch hier auf mein Tonprogramm schauen können. Sicher die Zeit oben, aber. Braucht man nicht. Es geht natürlich auch gegen die Kommentatoren und Sportler Ehre und Raab. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Es ist wieder eine sehr spannende Ausgabe von diesem Spiel. So, und Kevin gewinnt! Bravo! Oh, wunderbar, so mache ich weiter. Kevin, du hast das goldene Gaspedal gewonnen. Klasse! Von ADAC, wunderbar. Was sagt der Zwischenstand? 41. Es könnte nach 12 Spielen vorbei sein. Und das hätte man nach Spiel, also hätte ich nach Spiel 7 nicht gedacht. Aber Kevin hat die erstmal einen Lauf. Wir schauen, wie es weitergeht in Spiel 11. Spiel 11. Blamieren oder kassieren, komm. Wer lügt? Schade, wer lügt. Aber kann noch als Spiel 12 kommen. Eltern, immer gut zu haben. Wer lügt? Steven, so, erklär mal bitte. Jetzt heißt es, wer lügt. Ihr spielt gleichzeitig. Eine Feststellung muss überprüft werden. Es gibt 10 Antworten, von denen 7 richtig und 3 falsch sind. Jede Antwort ist nur für kurze Zeit zu sehen. Du musst buzzen, wenn eine Antwort falsch ist, um einen Punkt zu bekommen. Wenn du aber falsch liegst, erhält dein Gegner einen Punkt. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. So, konzentriert euch, es geht los. Okay, wie das Spiel praktisch im Fernsehen. Ich bin eine real existierende Phobie. Und jetzt werden hier die Antworten durch Anatidephobie durchgebracht. Akrophobie. Und angenommen, jemand denkt Andorianerphobie. So. Und Raab holt den ersten Punkt. Tja, da hat wohl Stefan zugeschlagen. Genau, also er dachte, das ist falsch, das ist eine Lüge, er hat gedrückt und damit den Punkt bekommen. Ich bin ein Land, in dem Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei, ausgestrahlt wird. Was war das letztes Mal für Fragen? Ich bin ein Bewohner von Entenhausen oder so. Und dann kommt sowas, ne? Kanada. Also im Prinzip, das Einzige, was man weiß, ist an sich Deutschland. Ja, ich glaub, Frankreich. Da erzähle ich jetzt nichts. Entweder man drückt auf Glück oder man lässt Raab versuchen, den Fehler zu machen. Was anderes, man hat eigentlich keine anderen Chancen.
Kroatien. Es sei denn, man weiß es aber. Solche Fragen. Oh, das ist der zweite Punkt für Raab. Oi. Diesen Punkt bekommt leider dein Gegenüber. Wollt ihr weitermachen? Egal, ihr müsst. Vielleicht mal eine Wissenschaftsfrage. Ich bin ein Seiteninstrument. Ja, gut. Nee. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, was das letzte Mal für Wissenschaftsfragen waren. Physik, Chemie, kann was kommen, so. Gut. Schauen die beiden ganz gespannt. Kevin und Stefan haben noch nicht gedrückt. Und Raab holt. Was war das? Also, sowas verschenkt, nicht holt, das war falsch angesprochen. Verschenkt. Diesen Seid Punkt. Ihr noch konzentriert und motiviert? 1-2. Gut, dann weiter. Also, komische Fragen heute. Ich habe bei Olympischen Sommerspielen Gold geholt. Das kann man mal machen. Ariane Hingst. Kevin nickt hier. Ludger Bierbaum. Mit dem Kopf. Ja, da geht's den Daumen nach oben. Das nächste ist ein +1 oder was? Franziska van Almsick. Heike Drechsler. Und da kennt sich Kevin scheinbar gut aus. Die Frage ist nur, macht Raab jetzt den Fehler? So. Und was ist jetzt los? Keiner Marco drückt. Marco Kutscher. Geht's. Marco van Basten. Dagmar Hase. Ich glaube, hier hat Raab letztes Mal gedrückt. Genau, und es war falsch, richtig. Leider falsch, Stefan. Und somit wandert der Punkt auf die andere. Es ist schade, dass man nicht sieht, was dann gesagt, insgesamt schon falsch und richtig war. Das sagt in der richtigen Sendung, sagt Steven das ja. So, hier leider nicht. Ich habe in einem Film von Alfred Hitchcock mitgespielt. Vögel. Hans-Jörg Felmy. Ja, schreibt man Hans-Jörg wirklich zusammen? Nein! Also doch, Stefan, also man schreibt es zusammen. Das freut natürlich sein Gegenüber. Mist, nein. Auf einmal macht Stefan Fehler, also Kevin am Anfang zwei Punkte verschenkt und jetzt ist er auf einmal in Führung. Was ist mit Stefan los? Ich gehöre zu den 7 höchsten Bergen der Welt. Ja, das kann man jetzt wissen, da scheint sich Kevin sehr sicher zu sein. Und das ist der Punkt, 4-2. Kevin, die Runde ging... Feierte sich erstmal mega. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Es geht weiter, sehr aufregend. Ich bin eine amerikanische Sitcom. Bonanza. 30 Rock. Die Watchers. Spannungshoch. Beide schauen sich gegenseitig tief in die Augen, sind hochkonzentriert. Friends. Wer drückt hier als erstes? Oder wer drückt hier als erstes? Falsch natürlich auch die Möglichkeit. Morg vom Org. Und es steht 4-3. Was ist das denn? Gegenüber einen Punkt geschenkt. Morg vom Org. War ich mir so sicher. Damit hätte ich nicht gewonnen. Fantasy-Sitcom. Kann es ja auch geben. Ich bin ein Lebensmittelzusatz. Arsen. So muss man. Ja, genau, ne? Bravo. Oh, Arsen zum Frühstück gesnackt, wunderbar. Lange mach's nicht mehr mit. Ich gratuliere zu deinem Sieg bei Wer lügt. So soll das. Und da war die Physik-Chemie-ähnliche Frage. Und Kevin räumt ab, wunderbar. Matchballspiel. Jetzt mal ein kurzer Überblick. Also, Kevin hat hier einen Lauf, das ist unglaublich. Entscheidungsspiel heißt es hier, glaube ich. Aber ja, Spiel 12. Die Hälfte ist gespielt. Kein Matchball, aber ein Matchspiel. Ja, es heißt Entscheidungsspiel, du Wurst. Baseball. Und das ist ein sehr interessantes Spiel. Ich glaube auch ein Spiel, wo man Musik selber anmachen muss. Halt schon mal auf Escape den Finger bereit. Nachdem Steven erklärt hat, natürlich. Willkommen bei Baseball. Ihr spielt abwechselnd. Eine Ballwurfmaschine wirft euch einen Ball zu. Schlagt ihn so weit wie möglich. Jeder Spieler hat 4 Versuche. Wer danach den Ball am weitesten geschlagen hat, hat gewonnen. Also wir starten. Ganz jetzt einfach 4 Versuche, ich glaube 3 Bälle. Du darfst. Ich glaube, es ist keine Musik, also du darfst dir jetzt eine aussuchen. Für ein Sportspiel. Ja. Ja, eventuell. Es würden beide gehen. Es ist halt irgendwie auf Zeit spielen. Okay. Wir haben eine Musik und es kann losgehen. Mit der Maus wird geschlagen und viel zu früh, aber er trifft trotzdem. Der geht hoch, nicht weit. Die Frage ist, ob er die erste Zone verlässt, gerade so 11 Meter. Schwach. Es war schwach, Steven sagt es zu Recht. Man muss hier sich an das Sportgerät, an die Steuerung gewöhnen und der könnte gut sein. Na, doch nicht. 25? Wenn du so 22. weitermachst, könnte sich der Sieg ausgehen. Also ich glaube, das letzte Mal hatten wir mit 40 Metern gewonnen. Aber hier ist ja erstmal Eingewöhnungsphase. Der kommt auch nicht gut. Ein gutes Ergebnis. Immerhin trifft Kevin immer, ja. Stefan hat, glaube ich, beim letzten Mal im ersten Durchgang einfach immer die Gurken rausgehauen. Und der ist gut. Nein, der ist auch nicht gut. Manche können's. Sobald er nicht senkrecht in die Luft geht, kann man das irgendwie ein schwer einschätzen. Ein respektables Ergebnis.
der berühmte 45-Grad-Winkel ist gefordert. Die Punkte werden übrigens nicht addiert, es wird wirklich der Beste genommen. Nur als Info für unseren Spieler hier. Und Stefan mit dem ersten. Haut erstmal voll daneben. Warte doch auf den Ball. Stefan ein bisschen voreilig. Aber er braucht ja nur einen guten Versuch. Er kann ja 15 Gurken raushauen, einmal die 50 Meter und er hat halt gewonnen. Also das muss man sich auch vor Augen halten. Etwas mehr Geduld. Hat hier noch nicht die Einstellung zum Sportgerät gefunden. Worauf hier ein bisschen zu spät. An Steven wird das Lachen da schon noch vergehen. Da geht sicher noch mehr, Stefan. Und unser Spiel geht Sportspiel. Erinnere ich mich sehr gerne an Kevin, einen gewissen Hans Martin. Du. Beim echten Schlachtenrab, der beim Diskuswerfen in Führung war und beim letzten Durchgang angefangen hat und gesagt hat, er möchte nicht mehr werfen, weil er dachte, der Raab packte sowieso ich nicht. Glaube, ja, also. Du hast heimlich geübt. Und Raab hat dann gewonnen. Im letzten Durchgang. Deswegen, Raab ist einfach nicht zu unterschätzen. Egal, wie viele Gurken er raus hat. Also, Kevin, er trifft einfach nicht ich richtig. Ich glaube, du schwächelst. Hat die Endzone nicht mal, oder die Zone nicht mal verlassen, wie man es nennen möchte. Ja. Das war nicht so schlecht. Ist, glaube ich, der Beste. Macht's aber auch nicht besser. Ah, der könnte gut kommen. Es könnten die ersten 30 werden. Mit ein bisschen Glück. Sehr ja. Schön. Das war nicht 29. Schön. Kevin, ich glaube, morgen wird dich die Leichtathletik-Nationalmannschaft anrufen. Ja, ganz klar. Oh, die Leichtathletik-Nationalmannschaft. 29 Stefan, Meter Baseball. Es kann losgehen. Piccola lacht sich erstmal scheckig hier. Zurecht. Und Raab geht in Führung. Was ist das denn? Der hat 4 Gurken rausgehauen. Und dann macht er erstmal die Bombe. Der ist auch gut. Das werden 40 Meter. Das werden 40 nicht Meter. Schlecht. Was ist das denn? Ich fasse es nicht. Ja gut, der wird nichts. Das wird eine Gurke. Obwohl, na 30. Ein durchschnittliches ja, 30. Ergebnis. Versuche aber was ist denn mit Raab los? Steven sollte dafür sein, regelmäßige Dopingkontrollen einzuführen. Wie er so schön in Teil 3 sagt. Das werden wieder 40 Meter. Das werden mehr als 40 Meter. Raab! Ganz gut, aber nicht perfekt. Aber knapp, ne? Also. Der Schlag bringt Stefan an die erste Stelle. War Raab damit einmal unter 29 Grad? Ich weiß es nicht. Kevin muss zulegen, das ist unfassbar. Das ist typisch Stefan Raab. Es wird eventuell, man kann es natürlich nie sagen, zu spät. So sehr wie Raab jetzt reingehauen hat, so sehr kann auch Kevin reinhauen. Aber ich glaube, es wird in das letzte oder das nächste Spiel gehen. Der kommt aber gut. Nicht weit. Er trifft nicht präzise oder nicht wuchtig genug, ich weiß es nicht. Vom Kommentatorentisch aus kann man das immer gar nicht einschätzen. Man kann auch viel labern. Nein, er findet den Winkel nicht. Wenn du nicht, so also, weitermachst, könnte sich der Sieg das ist ein Physikunterricht bekannte 45-Grad-Winkel. Und Kevin! Ja, nein. Gut geschossen ist anders. Ich weiß nicht. Er muss einfach das Geheimrezept von Raab finden. Mach mal hin. Ich würde nicht sagen kopieren, aber dann machen wir mal versuchen, voran. Sich eine Scheibe abzuschneiden. Stefan, nun darfst du ran. Die Frage ist ja, toppt Raab jetzt dieses Ding oder nicht? Das ist die einzige Frage, die sich stellt. In Führung ist er, auch nach dem Durchgang. Das wird nicht mal die Zone verlassen, eventuell. Wird eng. Ich naja, hoffe doch. Für dich, dass das. Aber das waren Querschläger, das ist ganz klar. Raab der Nächste. Und auch der ist gut, wird aber nicht Bestleistung. Ein gutes Ergebnis. Die Frage ist, was macht Raab richtig? Und da wird es jetzt interessant sein zu beobachten. Ja, da mit nicht. Mit etwas Konzentration könntest du besser werden. Ja genau, jetzt sind beobachtet, jetzt macht Raab nur noch Müll. Ja, der war auch. Na, obwohl, das können irgendwo bei 20. Ein respektables Ergebnis. Also man darf diese Pseudo-Schläger nach oben, man darf die einfach nicht unterschätzen, weil die sind trotzdem mächtig. Es geht weiter. Sehr. Wenn es wenigstens nach Durchgehen gehen würde, dann würde es jetzt 1-2 stehen. Los, zeig's uns. So muss Kevin jetzt eine 40er Weite raussonne. Wollen wir nicht diskutieren? Wir haben Musikwechsel, aber das ist kein Problem. Ich glaube, den können wir auch mal lassen. Es sei denn, du willst wechseln. Ob dieses Ergebnis oben. Nein, das war okay. Premiere bei Schlag den Raab. Musikwechsel mitten im Spiel. Warte doch etwas ab. Das ist natürlich spannend. Kevin findet einfach die Einstellung nicht. Ich weiß es nicht. Letzter oh, Versuch. War ja, das ich glaube, du hast das. Ich glaube, es hat mit der Schnelligkeit nichts zu tun. Letzter Ball. Nee, und er schafft es nicht. Raab gewinnt. Die Frage ist, macht Raab hier noch den letzten Durchgang? Ansonsten nutzen wir die Zeit für ein Interview. Der Schlag war okay. Mit unserem Kandidaten. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Stefan, ja, zeig mal, also, was du drauf hast. Wir führen ein kleines Interview. Beispiel 3 war es übrigens so schlau, hat gesagt, Kevin, du kannst nicht mehr gewinnen, ist Schluss. Also ja, Kevin, schauen Sie sich das an. Was ist da denn los? Ja, das 42. Ist ein Sport in Reinkultur. Was sagen Sie, was ist falsch gelaufen hier? Sie können ein bisschen näher zum Mikro. Ja, also ich habe ein bisschen das Problem, dass ich jetzt auch schon
stressigen Tag hinter mir habe und hier einfach nicht mehr die Körner hatte. Ast rein, Spitze. Und naja, das Timing war gut, aber naja, wie man sieht, Holzfäller hinten allein und 55er Bizeps reichen ich nicht, glaube, du hast ja. um mir richtig Programm zu machen beim Baseball. Deswegen werde ich mich auch bei der Leichtathletik bewerben. Ja? Das ist der Hintergrund dafür. Das war nichts. Okay, Stevens Rat wird scheinbar befolgt werden. Der Stefan muss seinen Gegner sofort übertrumpfen. Ich will ja gewinnen. Ja, und das hast du auch schon vor dem Durchgang, du Jockel. Aber leicht war es nicht. Es war natürlich leicht, du Eumel. Dann locker mal die 42 Meter rausgehauen. Was sagt die Anzeige? Wunderbar. Du darfst übrigens weitermachen. Wenn du möchtest. Ja, bitte. Okay. Spiel 13. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Kein Matchball, aber ein Entscheidungsspiel. Wann da was? Oh, und dieses Spiel, da ist Rab unschlagbar. Ja, das, da kannst du eigentlich direkt einpacken. Der Bast bei Ereignissen. Also. Wann war was? Ein super Spiel. Trotzdem mal erklären. Ihr spielt gleichzeitig. Fragen müssen mit Jahreszahlen beantwortet werden. Buzzt, um als Erster zu antworten. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegenspieler einen Punkt. Er kann auch versuchen, die Frage zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt sichern. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Wir starten. So. Jetzt wird es spannend. Also wer es weiß, Y drücken und Jahreszahl eingeben. Sidney Poitier ist der erste afroamerikanische Schauspieler, der für seine Leistung im Film Lilien auf dem Felde einen Oscar als bester Hauptdarsteller erhält. Kevin hat scheinbar schon eine ungefähre Ahnung. Eingrenzen kann man es immer gut, aber die genaue Jahreszahl. Die Stiftung Warentest nimmt ihre Arbeit in Deutschland auf. Ist immer schwer. So. Stefan wird wahrscheinlich in den nächsten zwei Ereignissen drücken. Beatlemania. Die Beatles belegen gleichzeitig die ersten 5 Plätze der amerikanischen Charts. Also ich bin froh, dass ich es nicht mehr spielen muss, weil ich habe so abgekackt. Kevin drückt. Die Frage ist, ist seine ungefähre Ahnung auch richtig? Hat hier ein bisschen Zeit? Kann auch ein paar Sekunden überlegen. Die 5-Sekunden-Anzeige ist noch nicht losgegangen. 1900. Was sagt er? 4, 5, 1, 2, 63. Er ist am Schwanken. Jetzt kommen 5 Sekunden. 1965. Und Chance das ist falsch. Getan und eine neue Chance. Raab holt den ersten Seite. Punkt. Ich glaube, Raab kann sogar abstauben jetzt. In und er hat es auch Augen falsch. Kann man die große Leere betrachten. Ich glaube, keiner kriegt jetzt einen korrekt Punkt. Ist 1964. Es war knapp. Es war wirklich knapp. So. Es bleibt beim 0 zu 0. Also das Rapp falsch antwortet, ist nicht häufig. In Großbritannien die Maul- und Klauenseuche aus und mehr als 4 Millionen Tiere werden gekeult. Oh, was ist denn hier los? Also beim ersten zu drücken, das hatten wir noch nie. Gut, das hatten wir schon einmal. Deutschland trägt die WM im eigenen Land aus. Das wusste ich, das war das erste, aber... Und noch 5 Sekunden. 2001 wird gesagt, das ist richtig! Derart die Konzentration war. Ich bin beeindruckt, ich bin wirklich beeindruckt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das erste Mal, dass Rab so ausgebotet wird. Und Portugal zur Europäischen Gemeinschaft wird rechtskräftig. Ah, und das weiß er scheinbar auch. Wir sind natürlich in den 1900ern, so. Und da wird er jetzt wackelig. 19.835. Erst mal überlegen. Kann natürlich noch korrigieren mit der linken unteren Taste. 5 Sekunden. Nein, das ist falsch. Nicht richtig. Vielleicht weiß er dein Gegenüber mehr. Geht Raab jetzt in Führung. Oder drückt er natürlich gar nicht. Das kann auch sein. Stefan, nein, er hat richtig. 2-1. Tempo. Der Schatzmeister von ProSieben lässt nichts anbrennen. Seid ihr noch konzentriert man und motiviert? Noch ein bisschen gut, dann die Hinweise laufen lassen können. Die Jahreszahl ist die erste des Jahrtausends, die gleichzeitig ein Palindrom ist. Und Kevin drückt. Die deutsche Schauspielerin Hildegard Knef stirbt. Ja! Das sind alles Hinweise zum gleichen Jahr. So, 2002 ja. Natürlich! Weiter so, jetzt bloß nicht ablenken lassen von meinen Kommentaren. Eine neue Runde beginnt. In der Wiener Innenstadt wird die erste Filiale der Fastfood-Kette McDonald's in Österreich eröffnet. McDonald's, Kentucky Fried Chicken. Der Vater des Wunders von Bern, der ehemalige Fußballnationaltrainer Sepp Herberger, stirbt. Fußballmäßig, sportmäßig ist er gut dabei, da hat Kevin gute Chancen. 2-2, spannendes Spiel. Die Organisation Amnesty International wird mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und Raab drückt. Und Raab liegt Stefan. Falsch! Das ist leider Frage nicht. Frage ist, holt sich Kevin jetzt einen Punkt, lässt er die Zeit ablaufen oder will er wirklich antworten? Also wenn er hier nicht antwortet, die Zeit ablaufen lässt, kriegt er den Punkt und es wird eben aufgelöst. Hat aber noch ein bisschen Bedenkzeit. Es
Sepp Herberger, Amnesty International. Kevin scheint nicht drücken zu wollen. Mehr kann man von dir Punkt nicht verlangen. Geht an ihn, er geht aber schon. Richtig ist 1977. Obacht, wir machen weiter. Also in Norwegen stirbt König Håkon der Siebte. An seine Stelle tritt Olaf der Fünfte. Olaf und Günther, ja. Die auf dem Generationenvertrag beruhende Rentenversicherung tritt in Kraft. Uiuiui. Es geht wieder interessant los. Die Deutsche Bundesbank löst die Bank Deutscher Länder als Zentralbank ab. Die Frage ist, wer drückt hier als erstes? Die DDR erlässt ein Gesetz, nachdem das Verlassen ihres Territoriums als Republikflucht unter Strafe gestellt wird. Wir sind nicht in den 2000ern, so viel gebe ich als Hinweis, ja. Der deutsche Entertainer Harald Schmidt wird in Neu-Ulm geboren. Es ist doch ein bisschen länger her. Ja, also. Rabdrücken macht hier. Nicht das 3. Was ist mit Rab los? Der ist unglaublich unsicher. Kevin wird hier. Kann er den Punkt mitnehmen oder kann er eigentlich den Sieg riskieren, kann man sagen. Aber den Punkt nimmt er mit. Harald Schmidt, wie alt wird denn er sein? Ja, alt. Kevin lässt die Zeit ab, holt sich das 4-2 und wenn Rat nochmal falsch antwortet, so hat Runde Kevin geben diese Bravo Show gewonnen. Oh, wunderbar, so mache ich weiter. Und was ist jetzt die Wir Antwort? Wir wollen sicher die richtige Antwort hören. 1957. 57. Wollt ihr weitermachen? Egal, ihr müsst. So, wir haben die Stunde Sendezeit geknackt. Der beschließt das Montan-Mitbestimmungsgesetz. Und Rapp drückt! Was ist denn hier los? Niemand Mitbestimmung und Rapp hat verloren! Gewährt. Das war falsch. Der nächste bitte. Unglaublich. Ja, ich gratuliere zum Sieg. Was hätten Sie getippt? 1959. Ja, das lassen wir mal so stehen. Wir sind gespannt, was gleich kommt. Ich gratuliere schon mal offiziell zu 500.000 Credits. Also, was war denn mit Radler los? Kevin, ist doch gar nicht so schwer. Ja, aber er hat ja gewonnen. Die richtige Antwort lautet 1951. Ist gut, Kevin gewinnt. Rapp verliert nach Spiel 13 eine interessante, spannende Ausgabe. Ich bin froh, das kommentieren, moderieren zu dürfen. Ja, moderiert hat Steven, aber das kannst du nicht als Moderation nehmen. Also kommentiert. Der Spielstand bis jetzt. Und Kevin drückt auf Weiter und gewinnt. Komm. So. Kevin, super Leistung. Du hast Schlag den Rapp gewonnen. Ich bin der Sieger. Ha. Das ist eine richtige Aussage. Ja, ein letztes Interview können wir hier führen. Ich bin sehr stolz, ihn hier zu haben. Picoda alias Kevin. Was war da los mit Stefan? Ja, was glauben Sie? Ja, ich denke, er ist mit dem permanenten Druck, den ich auch auf ihn ausgeübt habe, nicht klargekommen. Ja. Mit mir im Spiel ist es immer schwierig, für den Gegner ins Spiel zu kommen. Und man hat auch gesehen, ich war bissig. Ich war an ihm dran und da habe ich ihm natürlich keine Luft gelassen. Und da ist ein Fehler, ja, ganz normales Produkt, womit ich dann auch immer rechne. Ja. Ja, aber er hat ja die ersten Spiele, ich meine 14-14, das war ziemlich ausgeglichen am Anfang und auf einmal ist er eingebrochen. War es wirklich konstanter Druck oder war es ein Schlüsselerlebnis? Na, ich denke, es war der konstante Druck. Natürlich musste ich mich auch erstmal wieder gewöhnen, immer wieder auf Wettkampfmodus schalten. Ich war ein bisschen Larifari vielleicht in den ersten Runden, aber hab dann zugepackt wie die Cobra und hab da auch keine Luft mehr zum Atmen gelassen. Haben Sie vielleicht auch die ersten Spiele ein bisschen sich reinfinden müssen als Debütant in so einer Sendung? Das hat man ja gerne mal. Oder waren Sie voll drin, von Anfang an? Ja, die portugiesische Version habe ich schon mal, stand ich schon mal im Kandidatenkreis, bin dann aber nicht weitergekommen, ja, weil meine Großmutter die Katze verloren hat. Aber ich denke, das war auch eine neue Situation für mich. Bin ich regelmäßig in so einer Situation und aber ich war jetzt auch in der Situation, war ich heiß. Und ich denke, ich konnte meine Leistung sehr gut abrufen. Das Ergebnis spricht dann auch ein Stück weit für mich. Ich bin sehr zufrieden hier, Rapp dann zum Schluss auch deutlich in seinen Schranken gewesen zu haben. Alles klar, vielen Dank für diese Worte, vielen Dank fürs Dabeisein an euch und wir hören uns noch bei den letzten Steven Gätjen Spruch an im Hauptmenü mit Steven, sagst du noch was oder ist hier direkt Schluss? Hier ist direkt Schluss, wunderbar! Ich bedanke mich fürs Dabeisein, bedanke mich an Herrn Picoda für eine saubere Spielleistung. Ja, bis auf ein paar Punkte wohl, naja, aber hat sich insgesamt gut geschlagen. Sehr gut geschlagen und Spiele, wo ich, ne, so wann war was, ich bin komplett abgenippelt. Und der haut hier die Dinger raus. Ja, wunderbar, ich freue mich. Bis, zum nächsten Mal Schlag den Rapp, ich weiß es nicht. Also wenn Schlag den Rapp, dann spiele ich sicher nicht.
Mal schauen, ob ich noch einen anderen Gast gewinnen kann. Ob, was, wann, warum wir was machen. Ob wir uns nochmal versprechen. Und ich würde sagen, die letzten Worte darf hier unser Spieler an euch richten. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich würde sagen, ihr habt euch es ja bis hierhin gegönnt und ich wünsche einen schönen Tag. Kann man so stehen lassen. Also ciao. Ciao.